Herzlich willkommen bei einem neuen Video von ZAPTV und bei einem neuen Bohrtest. Heute von dem Indiana 116 Family Set. Das ist ein Komplettset, was nicht nur für Familien geeignet ist, sondern auch für sportliche Paddler, die ausgiebige Stand-Up-Paddle-Touren machen möchten. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Indiana entstanden, die uns dieses Stand-Up-Paddleboard auch für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. Wer die Marke Indiana noch nicht kennt, das ist eine Marke, die schon eine lange Tradition im Surf- und Subsport hat. Es ist nun keine Marke, die erst seit gestern oder seit letztem Jahr Stand-Up-Paddleboards verkauft, sondern hier steckt ganz viel Erfahrung im Bereich des Stand-Up-Paddling und dann auch in der Entwicklung der Subboards. Wenn ihr euch das Board hier so anschaut, dann seht ihr schon, dass das Board tatsächlich eine sehr sportliche und schnittige Form hat, sodass uns dieses Board richtig viel Spaß gemacht hat. Mehr erfahrt ihr jetzt im ausführlichen Testbericht. Wenn ihr uns, unsere Arbeit hier und unseren YouTube-Kanal weiter unterstützen möchtet, dann abonniert bitte unseren YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr von uns und gebt dem Video einen Daumen nach oben. So können wir weiterhin coole Videos für euch produzieren. Das Indiana Board bekommt ihr im Komplettset für rund 850 Euro und wir gehen den Lieferumfang jetzt einmal gemeinsam durch. Eine Leash ist leider nicht mit dabei im Lieferumfang, die müsst ihr euch optional mit dazu kaufen. Wir starten hier einmal mit dem Tragerucksack. Der fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Das Board findet problemlos in diesem Rucksack Platz. Er fühlt sich auch recht angenehm auf dem Rücken an. Wenn ihr den Rucksack nicht mehr auf dem Rücken tragen könnt, dann könnt ihr ihn auch ganz einfach hinter euch herziehen. Der Rucksack hat eine Besonderheit, dass ihr das Paddel hier vorne befestigen könnt und den Rucksack dann wie ein Trolley hinter euch herziehen könnt. Weiter geht es mit der Pumpe. Wir haben hier eine Doppelhubpumpe. Das heißt, dass ihr von Single auf Doppelhub umstellen könnt. Am Anfang startet man meist mit der Doppelhubfunktion, dass ihr mehr Luft leichter in das Board hineinbekommt. Und je mehr PSI oder je mehr Bar ihr auf dem Board habt, desto schwieriger wird es ja meist. Und dann könnt ihr ganz einfach auf Singlehub umstellen. Ihr könnt mit der Pumpe nur Luft in das Board hineinpumpen und nicht wieder herausholen. Die Anzeige ist wirklich sehr einfach abzulesen. Die Griffe fühlen sich wirklich sehr gut an, sind schön lang, auch für große Hände gut geeignet. Und der maximale Druck von 15 PSI lässt sich mit dieser Pumpe in ungefähr 6 bis 8 Minuten ganz entspannt in das Board hineinpumpen. Weiter geht es mit dem Paddel. Dies ist ein dreiteiliges Fiberglas-Paddel mit einem Kunststoffblatt. Das Paddel ist mit 1 Kilo schon ziemlich schwer und das Paddelblatt ist auch ziemlich groß. Wir persönlich mochten mit dem Paddel nicht so gerne paddeln, weil es einfach so schwer ist und es lässt sich auch nicht so gut eintauchen. Aufgrund der Form von dem Paddelblatt fühlt es sich einfach nicht so gut an. Das Paddel kann bis zu einer Länge von 2,15 Meter ausgezogen werden und hier am Paddelgriff sind auch wieder so Gumminoppen, sodass der Paddelgriff relativ gut in der Hand liegt. Für Anfänger und Einsteiger sollte das Paddel auf jeden Fall ausreichend sein, aber für längere Touren würden wir auf jeden Fall ein besseres Paddel empfehlen. Dann haben wir noch eine Finne, die wird mit einem Finnschutz mitgeliefert. Die Finne wird mit einem US-Finbox-System werkzeugfrei montiert. Ihr habt hier so eine kleine Schraube, die ihr ganz einfach in den Finnkasten, die Finne lässt sich ganz einfach in den Finnkasten montieren. Dann geht es noch weiter mit einem Zurgurt. Da könnt ihr das Board mit festzurren, wenn ihr die Luft wieder aus dem Board hinauslasst und das Board wieder zurück in den Rucksack reinpackt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Repair Kit. Hier habt ihr alles drin, einen Ventilschlüssel, Kleber und Flicken, falls ihr doch mal ein Loch im Board haben solltet.
Nach dem ganzen Lieferumfang kommen wir jetzt zum Stand-Up-Paddleboard. Dieses ist ja das Family-Set. Das ist aber ein richtig sportliches Stand-Up-Paddleboard. Man sieht es schon an der Boardform. Wir haben ja eine Länge von 11,6, 350 cm in der Länge. Und wir sehen schon an der Boardform, dass wir hier eine sehr schnittige Boardform haben. Eine spitz zu laufende Boardspitze, ein sehr gerades Unterwasserschiff, also eine komplett gerade Unterwasserlinie ohne Aufbiegung zur Boardspitze. Und das sorgt bei diesem Stand-Up-Paddleboard wirklich für hervorragende Gleiteigenschaften. Das Board schneidet mit der Boardspitze richtig schön durchs Wasser und ist wirklich das perfekte Stand-Up-Paddle-Tour für lange, ausgiebige Stand-Up-Paddle-Touren. Wir haben hier ein Board, was an der breitesten Stelle ungefähr 31 Inch hat, also ungefähr 79 cm. Damit bietet dieses Board auch ausreichend Kippstabilität für Sub-Einsteiger und Anfänger, ist dementsprechend auch durchaus ein Familienboard, wo Kinder und auch Erwachsene drauf Spaß haben können. Wir haben hier eine rutschfeste Standfläche mit zwar nicht ganz so tiefen Rillen, trotzdem ist die Standfläche auch im nassen Zustand richtig schön rutschfest. Das Gute ist, auch bei lang ausgiebigen Stand-Up-Paddle-Touren ist die Standfläche nicht unangenehm auf den Füßen. Hinzu kommt, dass wir bei diesem Stand-Up-Paddleboard auch bedingt durch die Hyperflow-Finne richtig viel Stabilität haben. Das heißt, das sorgt auch nochmal für mehr Stabilität. Auch wenn wir in den Wellen unterwegs sind, kippelt das Board nicht so viel nach links und rechts. Das heißt, auch die Finne sorgt dafür, dass das Board eine etwas bessere Kippstabilität hat. Die Finne sorgt zudem dafür, dass dieses Board einen richtig guten gerade Auslauf hat. Das liegt erstmal unter anderem ja an der geraden Unterwasserlinie, aber halt auch an der Finne, die dieses Board wunderbar in Spur hält, sodass man nur sehr selten die Paddelseite wechseln muss und man hier wirklich eine Rakete hat, wo man richtig lange auf einer Seite paddeln kann und trotzdem nicht die Richtung ändert oder nach links und rechts lenkt. Das sorgt bei diesem Board allerdings auch etwas dafür, dass es etwas schwerer zu wenden ist. Weil wir halt keine Boardaufbiegung haben, ist es schon etwas mühsamer, dieses Board um die Kurve zu ziehen. Gerade wenn wir hier im Bereich der Boardmitte stehen. Wenn wir uns leicht auf dem Board nach hinten bewegen, fällt es hier auch leichter, das Board um die Kurve zu ziehen. Wir haben zwar hinten im Heckbereich kein Kickpad, das heißt keine Kante in der Standfläche. Damit wäre gerade das Lenken dann bei den schnellen Turns noch etwas einfacher. Dafür haben wir hier im Heckbereich einen Tragegriff und das gibt einem ein ganz gutes Feedback, wenn man sich auf dem Board nach hinten bewegt, dann merkt man irgendwann, hier ist der Tragegriff und man kann sich sogar ein bisschen mit dem Fuß auf dem Tragegriff abstützen und so den Tragegriff bei schnellen Turns etwas zur Hilfe nehmen. Als Bauweise haben wir ein Double-Layer-Board, das heißt, wir haben zwei PVC-Lagen. Die Besonderheit bei diesem Board ist, dass wir hier laminierte PVC-Lagen haben. Das heißt, hier wurde weitestgehend auf Kleber verzichtet, was dann nochmal eine hochwertige Variante ist zu den verklebten Double-Layer-Boards. Das heißt, der Dropstitch-Kern wurde weitestgehend ohne Kleber verarbeitet, was dann hier in diesem Fall für ein niedriges Boardgewicht von nur knapp 10,2 Kilo sorgt, sodass das Board auch von kleineren Personen, von Kindern, noch gut im Wasser zu handeln ist und nicht zu schwer in der Hand liegt, wenn man das Board doch mal einige Meter tragen muss. Hinzu kommt, dass wir hier ein Board haben, was wirklich sehr hochwertig verarbeitet ist. Wir haben keinerlei Klebereste. Alles wirkt sehr hochwertig und robust. Und dieser vorlaminierte Dropstitch-Kern verleiht diesem Board noch mehr Steifigkeit und eine noch robustere Bauweise. Das heißt, es ist ein Stand-Up-Paddleboard, wo man auch ruhig mal irgendwo dran stoßen kann, weil wir hier an den Seiten auch eine zusätzliche PVC-Lage noch aufgeklebt haben, sodass dieses Stand-Up-Paddleboard nicht nur steif ist, sondern auch robust. Wir haben hier ungefähr 317 Liter Volumen, eine Dicke von 6 Inch. Dadurch ist dieses Stand-Up-Paddleboard auch für schwere Paddler geeignet. Das maximal empfohlene Paddlergewicht liegt bei ungefähr 110 Kilogramm. Das würden wir ausnahmslos unterschreiben. Ein Erwachsener, ein Kind oder auch zwei Erwachsene können auf diesem Stand-Up-Paddleboard problemlos paddeln, ohne dass die Füße im Wasser stehen. Das hat sich auch bei dem Test unserer Steifigkeit gezeigt. Bei einer Auflagefläche von 1,50 m, dem maximal aufgepumpten Druck von 15 PSI, hat sich dieses Stand-Up-Paddleboard nur knapp 1,4 cm durchgebogen, also 14 mm, was für ein 11,6er Stand-Up-Paddleboard wirklich ein hervorragender Wert ist und für eine hochwertige und robuste Bauweise spricht. Außerdem haben wir noch einige Features. Unter anderem haben wir ein großes Gepäckgummi, was auch mit wenigen Handgriffen
abnehmbar ist. Den schon angesprochenen Tragegriff im Heckbereich, zusätzlich ein D-Ring. Hinten natürlich zur Befestigung der Leash. Und vorne an der Bordspitze haben wir eine Action-Cam-Halterung mit einem kleinen 1/4-Gewinde, wo wir dann einfach mit einem Adapter eine Action-Cam einschrauben können. Zusätzlich haben wir auch vorne noch einen D-Ring, sodass wir das Board dann auch einfach am Ufer mit einem Seil befestigen können. Als Finne haben wir hier eine große 8,5 Zoll Hyperflow-Finne. Diese hat eine besondere Form, sodass Seegras hier an der Kante nicht so stark hängen bleiben soll. Die Finne basiert auf dem US-Finbox-System, sodass die Finne werkzeugfrei mit wenigen Handgriffen montiert werden kann. Die Besonderheit bei dieser Finne ist, dass man kein kleines Unterlegscheibchen hier einschieben muss, sondern man kann die Finne einfach in den Finnenkasten einschieben. Mit der unteren Kante. Dann muss man darauf achten, dass hier die Schraube gerade ist. Dann drückt man die Finne einmal nach unten und dann dreht man einfach einmal hier an diesem schwarzen Rädchen und dann ist die Finne auch schon fix im Finnenkasten montiert und man kann mit dem Stand-Up-Paddling starten. Kommen wir jetzt abschließend noch zu einem kurzen Fazit. Uns hat das Stand-Up-Paddleboard vor allem aufgrund der sportlichen Form richtig viel Spaß gebracht. Man bekommt ja ein hochwertig verarbeitetes Stand-Up-Paddleboard, was von der Verarbeitung wirklich Premium-Qualität hat. Wir haben keinerlei Klebereste. Das ist ein Stand-Up-Paddleboard, womit wir sehr gerne ausgiebige lange Stand-Up-Paddle-Touren machen würden. Es ist ein Board, was auch genau darauf ausgelegt ist. Es ist aber auch trotzdem ein Stand-Up-Paddle-Board, wo sich Sub-Einsteiger und Anfänger drauf wohlfühlen, was eine gute Kippstabilität bietet für so ein sportliches Board. Man muss ja nicht immer mit einem Allround-Board starten als Anfänger, sondern dieses Board ist auch tatsächlich dann ein gutes Board für Anfänger. Wenn man dann auch Fortschritte macht, hat man mit diesem Board immer noch viel Spaß. Man kann dieses Board wirklich in vielen Situationen verwenden, sei es nun in den Flüssen, auf den Seen oder auch auf den Kanälen der Stadt. Dieses Stand-Up-Paddle-Board macht tatsächlich überall eine richtig gute Figur. Wir können euch das Family-Set also nur weiterempfehlen. Das Paddel ist allerdings etwas schwer in der Hand, aber auch das wird für den Anfang ausreichen, weil das Paddel halt eine Fiberglaskonstruktion hat. Es verfügt auch über eine Anti-Twist-Funktion, das heißt, die Griffteile verdrehen sich nicht, wenn man das Paddel in der Hand hält. Und wenn man nichts anderes gepaddelt ist, dann wird man mit dem Paddel höchstwahrscheinlich auch glücklich sein. Der andere Lieferumfang konnte uns aber in ganzer Linie überzeugen. Sowohl die Pumpe als auch der Rucksack haben uns richtig viel Spaß gebracht. Das war jetzt der Testbericht zu dem Indiana 11.6 iSub. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann gebt den gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Falls ihr noch Fragen zu dem Board habt, dann stellt die gerne unter dem Video in die Kommentare und wir versuchen euch da bestmöglich weiterzuhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!